Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie setzen sich morgens oder zu Jahresbeginn ein Ziel. Aber wenn die Zeit gekommen ist, schauen Sie zurück und stellen fest, dass Sie dieses Ziel nicht umgesetzt haben. Dann empfinden Sie Schuld und Scham. Sie fangen sogar an, sich selbst zu hassen. Ihr Selbstvertrauen schwindet und Sie finden sich in einem Zyklus wieder, in dem Sie sich morgens Ziele setzen, aber abends mit Schuldgefühlen zurückbleiben. Dieses Muster wiederholt sich in den kommenden Wochen, Monaten und sogar Jahren. Wenn das, was ich gerade beschrieben habe, Ihnen bekannt vorkommt, dann ist dieses Video für Sie. Denn heute werde ich Brian Tracys Buch mit dem Titel Eat That Frog – 21 Wege, wie Sie in weniger Zeit mehr erreichen, zusammenfassen. Dies ist eines der bekanntesten und praktischsten Bücher über Prokrastination und Produktivität. Bitte beachten Sie, dass dies eine sehr detaillierte und umfassende Zusammenfassung des Buches ist. Kein Buchzusammenfassungsvideo kann das Lesen des Buches ersetzen. Aber wenn es ein Video gibt, das dem Buch nahe kommt, dann ist es dieses hier. Okay, lassen Sie uns anfangen und sehen, worum es bei diesem Froschessen eigentlich geht. Es wurde einmal gesagt, dass wenn das Erste, was Sie morgens tun, das Essen eines lebendigen Frosches ist, Sie den Tag glücklich verbringen können, denn Sie wissen, dass er danach nicht schlimmer werden kann. In Ihrem Fall ist mit dem Frosch Ihre größte, wichtigste Aufgabe, diejenige, bei der Sie am ehesten prokrastinieren, gemeint. Es gibt zwei Regeln für das Froschessen. Erstens, wenn Sie zwei Frösche essen müssen, essen Sie zuerst den hässlichsten. Das bedeutet im Grunde, dass Sie, wenn Sie zwei wichtige Aufgaben haben, mit der größten, schwierigsten und wichtigsten Aufgabe beginnen sollten. Regel 2. Wenn Sie einen lebendigen Frosch essen müssen, macht es keinen Sinn, lange davor zu sitzen und ihn einfach nur anzustarren. Sie müssen die Routine entwickeln, Ihren Frosch zu essen, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Ich weiß, dass es leichter gesagt als getan ist, aber diese 21 Tipps werden Ihnen dabei helfen, Ihre Frösche schnell und effektiv zu essen. Erstens. Decken Sie den Tisch. Bevor Sie Ihren Frosch bestimmen und mit dem Essen beginnen können, müssen Sie genau festlegen, was Sie in jedem Bereich Ihres Lebens erreichen möchten. Klarheit ist das wichtigste Konzept in der persönlichen Produktivität. Der Hauptgrund, warum einige Menschen schneller mehr Arbeit erledigen, ist, dass sie sich absolut klar über ihre Ziele sind und nicht davon abweichen. Je klarer sie sich darüber sind, was sie wollen und was sie tun müssen, um dies zu erreichen, desto leichter können sie die Prokrastination überwinden. Ein Hauptgrund für Prokrastination und fehlende Motivation ist Unklarheit, Verwirrung und vages Denken darüber, was sie tun sollen, in welcher Reihenfolge und aus welchem Grund. Hier ist eine 7-Schritte-Formel zur Festlegung klarer und effektiver Ziele. Erstens. Entscheiden Sie genau, was Sie wollen. Entscheiden Sie entweder für sich selbst oder setzen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten zusammen und besprechen Sie Ihre Ziele, bis Sie absolut kristallklar darüber sind, was von Ihnen erwartet wird und in welcher Prioritätsreihenfolge. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen Zeit verschwenden, Tag für Tag mit Aufgaben von geringem Wert, weil ihnen die Klarheit fehlt. Eine der schlechtesten Verwendungen von Zeit besteht darin, etwas sehr gut zu erledigen, das überhaupt nicht erledigt werden muss. Bevor Sie die Leiter hochklettern, müssen Sie erst einmal sicherstellen, dass sie am richtigen Gebäude lehnt. Zweitens. Schreiben Sie es auf. Der Autor nennt es auf Papier denken. Denken Sie daran, dass Sie eine Vereinbarung mit einem Fachmann treffen müssen, der Ihnen einen Dienst anbietet. Wenn Sie diese Vereinbarung schriftlich haben, haben Sie einen viel höheren Wert, als wenn Sie sie nur mündlich besprochen haben. Auf die gleiche Weise, wenn Sie Ihre Ziele aufschreiben, treffen Sie eine Vereinbarung mit sich selbst. Menschen mit klaren schriftlichen Zielen können 5 bis 10 Mal mehr erreichen als andere, deren Ziele nur in ihren Fantasien leben. Das passiert, weil Sie, um es aufzuschreiben, anhalten und klar und bewusst darüber nachdenken müssen. Das Aufschreiben macht es greifbar. Drittens. Setzen Sie sich eine Frist. Eine Aufgabe ohne Frist ist etwas, das heute, nächsten Monat oder nächstes Jahr erledigt werden kann. Wenn Sie keine Frist für Ihr wichtiges Ziel setzen, ist es, als würden Sie sich selbst sagen, dass es in Ordnung ist, dieses bestimmte Ziel aufzuschieben und alle anderen zu priorisieren. Viertens. Listen Sie alles auf, was Sie tun müssen, um Ihr Ziel zu erreichen. Wenn Ihr Ziel beispielsweise ist, gesünder zu leben, kann die Liste der Dinge, die Sie tun müssen, das Anmelden im Fitnessstudio, das Erstellen eines Diätplans, der Kauf von Sportkleidung und so weiter beinhalten. Fünftens. Machen Sie die Liste zu einem Plan.
Organisieren Sie Ihre Liste nach Priorität und Reihenfolge. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um zu entscheiden, was Sie zuerst tun müssen und was Sie später erledigen können. Entscheiden Sie, was vor etwas anderem erledigt werden muss und was danach erledigt werden kann. Noch besser ist es, Ihren Plan visuell darzustellen, in Form einer Reihe von Kästchen und Kreisen auf einem Blatt Papier. Sie werden erstaunt sein, wie viel einfacher es ist, Ihr Ziel zu erreichen, wenn Sie es in einzelne Aufgaben aufteilen. Sechstens. Handeln Sie sofort. Tun Sie irgendetwas. Ein durchschnittlicher Plan, der energisch umgesetzt wird, ist weitaus besser als ein brillanter Plan, bei dem nichts getan wird. Siebtens. Tun Sie jeden Tag etwas, um sich auf Ihr Hauptziel zuzubewegen. Selbst wenn es sich um eine kleine Handlung handelt, verpassen Sie nie einen Tag. Wenn Sie beispielsweise heute nicht genug Zeit haben, um die geplanten 30 Liegestütze zu machen, ist es völlig in Ordnung, stattdessen nur 10 zu absolvieren. Aber achten Sie darauf, keinen Tag auszulassen. Hier ist die Zusammenfassung aller 7 Schritte und auch eine Art Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie das Endergebnis aussehen würde, wenn Sie diese 7 Schritte Zielsetzungsübung durchführen. Nehmen Sie jetzt ein leeres Blatt Papier und schreiben Sie sich eine Liste mit 10 Zielen auf, die Sie im nächsten Jahr erreichen möchten. Sie könnten zum Beispiel schreiben, ich verdiene x Euro pro Monat oder ich wiege x Kilogramm. Gehen Sie dann Ihre Liste mit den 10 Zielen durch und wählen Sie das eine Ziel aus, das, wenn Sie es erreichen würden, den größten positiven Einfluss auf Ihr Leben hätte. Was auch immer dieses Ziel ist, schreiben Sie es auf ein separates Blatt Papier. Setzen Sie sich eine Frist. Planen Sie, wie Sie es erreichen werden. Setzen Sie Ihren Plan um und tun Sie dann jeden einzelnen Tag etwas, das Sie diesem Ziel näher bringt. Zweitens. Planen Sie jeden Tag im Voraus. Die 10-zu-90-Regel besagt, dass 10% der Zeit, die Sie für die Planung Ihrer Arbeit aufwenden, Ihnen 90% der Ausführungszeit einsparen können. Dies bedeutet, dass jede 10-minütige Planung Ihnen 100 Minuten Ausführungszeit ersparen kann. Indem Sie jeden Abend 10 bis 12 Minuten für die Planung reservieren, können Sie sich bis zu 2 Stunden Ausführungszeit an Ihrem nächsten Tag sparen. Jetzt kommt, warum Planung wichtig ist. Haben Sie jemals versucht, Lebensmittel einzukaufen, ohne eine Einkaufsliste zu haben? Wenn ich es tue, passiert das. Ich kaufe Dinge, die ich nicht einmal mag, nur weil sie im Angebot sind. Ich kaufe Dinge, die ich bereits zu Hause habe und nicht kaufen muss. Und ich vergesse Dinge zu kaufen, die ich brauche, was mich dazu bringt, in ein paar Stunden oder am nächsten Tag erneut in den Supermarkt zu gehen. So sieht auch das Leben aus, wenn Sie keinen guten Plan haben. Sie tun Dinge, die Sie nicht tun müssen, und Sie tun Dinge nicht, die Sie tun sollten. Also, wie macht man die Planung? Die Planung muss nicht kompliziert sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, bevor Sie schlafen gehen, die Liste der Aufgaben aufzuschreiben, die Sie am nächsten Tag erledigen müssen. Indem Sie dies tun, geben Sie Ihrem Unterbewusstsein die Möglichkeit, an der Liste zu arbeiten, während Sie schlafen. So werden Sie mit frischen Ideen darüber aufwachen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Arbeiten Sie immer von der Liste aus und haben Sie verschiedene Listen, nicht nur eine. Zum Beispiel können Sie eine monatliche Liste für den nächsten Monat, eine wöchentliche Liste für die kommende Woche und eine tägliche Liste haben. Sie können auch eine Masterliste haben, die alle möglichen Aufgaben enthält. Drittens. Bedenken Sie die Konsequenzen. Dr. Edward Banfield von der Harvard University hat 50 Jahre lang geforscht, um eine Frage zu beantworten. Was ist der wichtigste Faktor, der Menschen die Möglichkeit gibt, in eine höhere soziale und wirtschaftliche Klasse aufzusteigen? Mit anderen Worten, was ist der eine Faktor, der genau vorhersagen kann, ob sie eines Tages reich werden oder nicht? Nun, wenn Sie raten müssten, was würden Sie sagen? Ein hohes Bildungsniveau? Intelligenz? Falsch! Der entscheidende Faktor, der am genauesten vorhersagen kann, ob Sie eines Tages reich werden oder nicht, ist Ihre Fähigkeit, die Welt mit einer langfristigen Perspektive zu betrachten. Diese Langfristigkeit erweist sich als bedeutsamer als familiärer Hintergrund, Bildung, Rasse, Intelligenz, Beziehungen oder praktisch jeder andere einzelne Faktor. Ihre Einstellung zur Zeitperspektive hat einen immensen Einfluss auf Ihr Verhalten und Ihre Entscheidungen. Menschen, die eine langfristige Sicht auf ihr Leben und ihre Karriere haben, treffen immer viel bessere Entscheidungen über ihre Zeit und Aktivitäten als Menschen, die wenig über die Zukunft nachdenken. Erfolgreiche Menschen haben eine klare Zukunftsorientierung.
Sie denken 15 und 20 Jahre in die Zukunft. Sie analysieren ihre Entscheidungen und ihr Verhalten in der Gegenwart, um sicherzustellen, dass sie mit der langfristigen Zukunft, die sie sich wünschen, übereinstimmen. Hier sind zwei Tipps für Sie. Erstens, werden Sie sich kristallklar über Ihre langfristigen Ziele. Langfristiges Denken verbessert die kurzfristige Entscheidungsfindung. Zweitens, bevor Sie jeden Tag mit irgendetwas beginnen, sollten Sie sich immer fragen, welche potenziellen Konsequenzen hat das Tun oder Nicht-Tun dieser Aufgabe? Denken Sie ständig über die potenziellen Konsequenzen Ihrer Entscheidungen und Verhaltensweisen nach. Wenn es eine Aufgabe oder Aktivität mit einem großen potenziell positiven Vorteil gibt, machen Sie sich diese zur obersten Priorität und beginnen Sie sofort damit. Ganz gleich, was Ihr Frosch ist, nehmen Sie sich vor, ihn als allererstes herunterzuschlucken. Viertens, üben Sie kreatives Prokrastinieren. Die Wahrheit ist, dass Sie nicht alles tun können, was Sie tun möchten. Sie müssen bei manchen Aufgaben prokrastinieren. Der Unterschied zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Menschen wird weitgehend durch das bestimmt, wobei sie prokrastinieren. Bei kreativem Prokrastinieren handelt es sich um die absichtliche Verzögerung von Aufgaben von geringem Wert. Sie können Ihr Leben und Ihre Zeit nur dann in den Griff bekommen, wenn Sie Aktivitäten von geringem Wert einstellen. Um etwas Neues zu tun, müssen Sie aufhören, etwas Altes zu tun. Um hineinzukommen, müssen Sie herauskommen. Um etwas aufzunehmen, müssen Sie etwas ablegen. Ich prokrastiniere absichtlich, wenn es um Aufgaben wie das Bearbeiten von kleinen Verwaltungsaufgaben sowie das Beantworten von Nachrichten und E-Mails geht. Ja, manchmal ärgert das einige der Menschen, die sich eine schnellere Antwort von mir wünschen, aber damit kann ich leben. Neben dem bewussten Prokrastinieren müssen Sie auch ständig Ihre Aufgaben überprüfen, um diejenigen zu identifizieren, die Sie ohne wirklichen Verlust aufgeben können. Sehr oft machen wir einfach nur weiter, weil wir es schon immer gemacht haben und vergessen einfach, uns zu fragen, ob diese Aufgabe wirklich erledigt werden muss. Ich persönlich verwende diese vier Fragen, wenn ich meine Aufgaben überprüfe. Erstens, kann diese Aufgabe erledigt werden? Zweitens, wenn sie nicht erledigt werden kann sie dann systematisiert und automatisiert werden, sodass meine Arbeit daran nicht erforderlich ist? Drittens, wenn sie weder erledigt noch automatisiert werden kann sie dann an jemand anderen delegiert werden? Viertens, wenn sie weder beseitigt, automatisiert noch delegiert werden kann, gibt es dann eine alternative Möglichkeit, sie schneller, kostengünstiger und effizienter zu erledigen? Nehmen wir das Beispiel des Fitnessstudios. Sie können Bewegung nicht ausschließen. Sie benötigen sie für ein gesundes Leben. Offensichtlich können sie auch nicht delegieren oder automatisieren. Die ersten drei Fragen können Ihnen hier also nicht helfen. Sie können jedoch eine alternative Methode finden. Anstatt 3 Stunden im Fitnessstudio zu verbringen, können Sie zu Hause ein 30-minütiges intensives Ganzkörpertraining machen und den gesamten Prozess in 1 Stunde abschließen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht gegen das Fitnessstudio. Mir gefällt es wirklich und wenn ich könnte, würde ich hingehen. Ich bin über einen langen Zeitraum 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio gegangen. Es wurde aber immer schwieriger, dies weiterzuführen. Irgendwann musste ich aufhören. Hier ist der Grund. Als ich mich entschied, 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen, war ich Single, hatte kein Kind und hatte kein Unternehmen zu führen. Jetzt sieht das aber anders aus. Ich habe bedeutende Veränderungen in meinem Leben vorgenommen, habe aber meine alte Fitnessstudio-Gewohnheit beibehalten, die ziemlich viel Zeit in Anspruch nahm. Wenn Sie ins Fitnessstudio gehen, werden Sie mich verstehen. Man muss seine Sachen packen, zum Fitnessstudio fahren, sich mit einem Freund unterhalten, trainieren, duschen, auf dem Weg nach draußen noch einmal quatschen, nach Hause fahren, seine Sachen auspacken und sich ausruhen. Der gesamte Prozess hat bei mir mindestens 3 Stunden in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite dauert das Training zu Hause höchstens 1 Stunde. Um diese Lektion zusammenzufassen. Erstens prokrastinieren Sie bewusst Aufgaben von geringem Wert, weil Sie nicht alles erledigen können. Zweitens überprüfen Sie regelmäßig Ihre Aufgaben mit Hilfe der oben genannten 4 Fragen, um sie zu erledigen, zu delegieren oder die Effizienz zu verbessern. Okay, nächste Lektion. Fünftens. Verwenden Sie kontinuierlich die ABCDE-Methode. Der Autor lehrt eine Technik, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, was zuerst und als nächstes bei der Festlegung Ihrer täglichen Prioritäten zu tun ist.
Nachdem Sie alle Aufgaben für den nächsten Tag aufgelistet haben, bewerten Sie jede von ihnen mit den Buchstaben A, B, C, D und E. A-Aufgaben sind die Aufgaben, die die schwerwiegendsten Konsequenzen bei Nichterledigung haben, die nur Sie persönlich erledigen können. Es sind auch die Aufgaben, die die positivsten Vorteile haben, wenn sie gut erledigt werden. Zum Beispiel das Gespräch mit einem wichtigen Kunden oder das Einstellen eines Assistenten. Es kann sein, dass Sie mehr als eine A-Aufgabe haben. In diesem Fall verwenden Sie A1, A2 und so weiter, um sie zu klassifizieren. A1 ist der hässlichste Frosch, den Sie zuerst essen sollten, und so weiter. Erst nachdem Sie Ihre A-Aufgaben erledigt haben, gehen Sie zu den B-Aufgaben über, die Dinge sind, die Sie immer noch tun sollten, aber geringfügige Konsequenzen haben. Die Regel besagt, dass Sie niemals eine B-Aufgabe erledigen sollten, wenn Sie eine A-Aufgabe noch nicht erledigt haben. Ihre C-Aufgaben sind die Tätigkeiten, die Sie zwar gerne erledigen würden, aber keine wesentlichen Auswirkungen haben, wenn sie nicht erledigt werden. Dazu gehört beispielsweise das Telefonieren mit einem Freund oder das Austauschen mit einem Kollegen. Eine D-Aufgabe ist etwas, das Sie an jemand anderen delegieren können. Die Regel besagt, dass Sie alles delegieren sollten, was jemand anders erledigen kann, damit Sie mehr Zeit für die A-Aufgaben haben, die nur Sie erledigen können. Schließlich sind E-Aufgaben Aufgaben, die Sie völlig ohne Konsequenzen beseitigen können. Dies kann eine Aufgabe sein, die einmal wichtig war, aber jetzt für Sie oder für andere nicht mehr relevant ist. Oft handelt es sich hierbei um etwas, das Sie weiterhin aus Gewohnheit oder weil es Ihnen Spaß macht, tun. Beginnen Sie Ihren Tag immer mit den A1-Aufgaben und arbeiten Sie sich dann vor, bis Sie fertig sind. Wenn Sie feststellen, dass Ihre A-Aufgaben so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass Sie keine Zeit für B- und C-Aufgaben haben, müssen Sie vielleicht Ihr Hauptziel in noch kleinere Aufgaben unterteilen, um sich nicht überfordert zu fühlen. 6. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Ergebnisbereiche. Wer möchte nicht mehr verdienen und schneller aufsteigen? Viele Menschen haben jedoch Schwierigkeiten dabei, ihr Bestes zu geben. Haben Sie sich jemals gefragt, warum? Das liegt daran, dass die meisten Menschen nicht sicher sind, warum sie bezahlt werden. Sie vergessen, dass sie aus einem bestimmten Grund eingestellt wurden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Der Autor sagt, dass jeder Job in 5 bis 7 wichtige Ergebnisbereiche aufgeteilt werden kann. Dies sind wirklich wichtige Bereiche, die Sie nicht ignorieren können. Denken Sie an Hauptbereiche als die wichtigsten Funktionen des Körpers wie Blutdruck, Herzfrequenz und Atemfrequenz. Wenn eine dieser Funktionen ausfällt, führt das zum Tod des Organismus. Es ist dasselbe, wenn Sie in einem dieser Hauptbereiche nicht gut abschneiden. Sie könnten Ihren Job verlieren. Der Hauptbereich ist etwas, für das Sie die volle Verantwortung tragen. Wenn Sie es nicht tun, wird es nicht erledigt. In der Geschäftsführung umfassen die Hauptbereiche typischerweise Planung, Organisation, Delegation, Überwachung und Messung. Wenn Sie Eigentümer eines kleinen Unternehmens sind, können das Einstellen der richtigen Person und effektives Delegieren Ihre Hauptbereiche sein. Für einen Empfangsmitarbeiter oder eine Sekretärin sind Aufgaben wie das Tippen von Briefen, das schnelle Beantworten von Anrufen und das effiziente Weiterleiten von Anrufern wichtige Hauptbereiche. Hier ist eine 2-Schritte-Formel, um wirklich gut in Ihren Hauptbereichen zu werden, mehr zu verdienen und befördert zu werden. Schritt 1. Klarheit ist entscheidend. Identifizieren Sie die Hauptbereiche Ihrer Arbeit. Erstellen Sie eine Liste von Dingen, die Sie gut machen müssen, um in Ihrem Job erfolgreich zu sein. Bewerten Sie sich von 1 bis 10 für jeden Bereich, wobei 1 das niedrigste und 10 das höchste ist. Die Bewertung ermöglicht es Ihnen, Ihre Stärken und Schwächen zu erkennen. Stellen Sie sich dann diese Frage: Welche Fähigkeit, wenn ich sie entwickeln und hervorragend ausführen würde, hätte den größten positiven Einfluss auf meine Karriere? Suchen Sie die Antwort in sich selbst. Sie wissen wahrscheinlich am besten, was diese ist. Schritt 2. Sprechen Sie mit Ihrem Chef über diese Frage und Ihre Liste. Bitten Sie um ehrliches Feedback. Hören Sie auf seinen Rat. Sprechen Sie auch mit Ihren Kollegen und Ihrer Familie. Sie können sich nur verbessern, wenn Sie offen für konstruktive Rückmeldungen von anderen Menschen sind. Einer der Hauptgründe für Prokrastination ist, dass Menschen Aufgaben und Aktivitäten in Bereichen vermeiden, in denen sie in der Vergangenheit schlecht abgeschnitten haben. Anstatt ein Ziel zu setzen und einen Plan zur Verbesserung zu erstellen, meiden die meisten Menschen diesen Bereich völlig, was die Situation nur verschlimmert. Je besser Sie in einem bestimmten Fähigkeitsbereich werden, desto weniger werden Sie prokrastinieren und desto motivierter werden Sie sein.
Denken Sie daran, Ihr schwächster Hauptbereich setzt die Grenze für Ihre Gesamtleistung. Selbst wenn Sie in 6 von 7 Bereichen großartig sind, kann schon ein einziger schwacher Bereich Ihr Wachstum stoppen. Zum Beispiel ist das Delegieren von Aufgaben ein Hauptbereich für einen Manager. Wenn ein Manager Schwierigkeiten beim Delegieren hat, beeinträchtigt dies seine Fähigkeit, seine anderen Fähigkeiten effektiv einzusetzen. Schlechte Delegationsfähigkeiten allein können zum Versagen im Job führen. 7. Pareto-Prinzip. Gerade jetzt, wenn Sie eine Liste von 10 Aufgaben haben, werden 2 dieser Aufgaben mehr wert sein als die anderen 8 zusammen. Hier ist eine interessante Info. Jede dieser Aufgaben könnte die gleiche Zeit benötigen, um abgeschlossen zu werden. Aber eine oder 2 dieser Aufgaben werden Ihnen mehr Ergebnisse bringen als alle anderen zusammen. Dies liegt am 80-20-Prinzip, auch als Pareto-Prinzip bekannt. Sie kennen es wahrscheinlich, daher werde ich nicht weiter darauf eingehen. Aber es bedeutet im Wesentlichen, dass 20% Ihrer Aktivitäten 80% Ihrer Ergebnisse ausmachen werden. 20% Ihrer Kunden werden 80% Ihrer Verkäufer ausmachen und so weiter. Oft ist die Aufgabe, die sich in den oberen 20% befindet, der Frosch. Und die traurige Tatsache ist, dass die meisten Menschen prokrastinieren, wenn es um diese Aufgaben geht. Sie beschäftigen sich stattdessen mit den unwichtigsten 80%, die nur sehr wenig zu Ergebnissen beitragen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, fragen Sie sich immer: Befindet sich diese Aufgabe in den oberen 20% meiner Aktivitäten? Widerstehen Sie der Versuchung, zunächst kleine Dinge zu erledigen. Lassen Sie mich dies nochmal wiederholen. Beginnen Sie niemals mit kleinen Dingen. Sagen Sie sich niemals: Das dauert nur 10 Minuten, also werde ich es zuerst erledigen und dann mit der Hauptaufgabe beginnen. Es dauert nie nur 10 Minuten. Ich habe es viele Male versucht und es endet immer schlecht. Diese kleinen Aufgaben scheinen sich sehr schnell zu vermehren. Sobald Sie eine beenden, taucht eine andere auf. Und schon verbringen Sie den produktivsten Teil Ihres Tages mit Aufgaben von geringem Wert. Denken Sie daran, was Sie immer wieder tun, wird schließlich zur Gewohnheit, die schwer zu brechen ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihren Tag mit Aufgaben von geringem Wert zu beginnen, entwickeln Sie bald die Gewohnheit, immer mit Aufgaben von geringem Wert zu beginnen und daran zu arbeiten. Dies ist nicht die Art von Gewohnheit, die Sie entwickeln möchten. Der schwierigste Teil jeder wichtigen Aufgabe besteht darin, damit zu beginnen. Sobald Sie tatsächlich mit der Arbeit an einer wertvollen Aufgabe beginnen, scheinen Sie von Natur aus motiviert zu sein, fortzufahren. Es gibt einen Teil in Ihrem Verstand, der es liebt, an bedeutenden Aufgaben zu arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, diesen Teil Ihres Geistes kontinuierlich zu fördern. 8. Wenden Sie das Gesetz der 3 an. Cynthia, eine skeptische Studentin, hatte eine Coaching-Sitzung mit dem Autor. Anfangs fand sie es schwer, dem Versprechen des Autors, ihr Einkommen zu verdoppeln und innerhalb eines Jahres mehr Freizeit zu gewinnen, zu glauben. Zu Beginn ließ der Autor Cynthia ihre Aufgaben auflisten. Sie hatte 17 Verantwortlichkeiten, die sie unermüdlich arbeiten ließen und ihre Familie vernachlässigen ließen. Dann fragte der Autor: Wenn Sie sich den ganzen Tag nur auf eine Aufgabe aus dieser Liste konzentrieren könnten, welche würde den größten Wert für Ihr Unternehmen bringen? Es dauerte nicht lange, bis sie die wichtigste Aufgabe identifizierte und auf ihrer Liste markierte. Dieser Prozess wurde für die zweit- und drittbedeutendsten Aufgaben wiederholt. Der Autor enthüllte Cynthia eine überraschende Tatsache. Er informierte sie darüber, dass erstaunliche 90% ihres Beitrags zum Unternehmen in diesen 3 Aufgaben lagen. Alles andere, was sie tat, war entweder unterstützend oder ergänzend und konnte delegiert, verkleinert, ausgelagert oder beseitigt werden. Gestärkt durch diese Erkenntnis ging Cynthia an einem Freitag mit einem kühnen Vorschlag auf ihren Chef zu. Alle Aufgaben, bis auf ihre 3 wichtigsten, zu delegieren oder auszulagern. Sie glaubte, dass dieser Fokus ihren Beitrag verdoppeln könnte und schlug vor, dass ihr Gehalt entsprechend verdoppelt werden sollte. Cynthias Chef stimmte nach der Überprüfung der wichtigen Aufgaben voller Zustimmung zu. Er erkannte deren Bedeutung an und versprach, sie bei der Auslagerung oder Delegation geringfügiger Verantwortlichkeiten zu unterstützen. Er versprach auch, ihr Einkommen zu verdoppeln, wenn sie erfolgreich war. Cynthias Engagement zahlte sich aus, denn innerhalb von nur 30 Tagen verdoppelten sich ihre Leistung und ihr Einkommen. Nach mehr als 8 Jahren unermüdlicher Arbeit schaffte sie es endlich, ihr Leben zu verändern. Nun, hier sind die beiden Übungen, die Sie ausprobieren sollten. 1. Bestimmen Sie die 3 wichtigsten Aufgaben bei Ihrer Arbeit. Fragen Sie sich:
Wenn ich den ganzen Tag nur eine Sache tun könnte, welche Aufgabe würde den größten Wert für meine Karriere bringen? Wiederholen Sie diese Übung noch zweimal. Sobald Sie Ihre großen drei identifiziert haben, konzentrieren Sie sich ausschließlich auf sie. Zweitens, identifizieren Sie Ihre drei wichtigsten Ziele in jedem Bereich Ihres Lebens. Ordnen Sie sie nach Priorität. Erstellen Sie Pläne für Ihre Umsetzung und arbeiten Sie jeden Tag an Ihren Plänen. Neuntens, führen Sie eine sorgfältige Vorbereitung durch, bevor Sie anfangen. Denken Sie an die Zeit, in der Sie eine Mahlzeit zubereiten. Sie beginnen, indem Sie alle Zutaten sammeln und sie auf den Küchentisch legen. Dann setzen Sie schrittweise die Mahlzeit zusammen. Ähnlich ist es mit Ihrem Arbeitsplatz. Je geordneter und aufgeräumter er ist, desto einfacher ist es, zu beginnen und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Beginnen Sie also damit, Ihren Schreibtisch oder Arbeitsplatz zu räumen und sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Legen Sie alles andere beiseite. Sammeln Sie alle notwendigen Informationen, Berichte und Materialien, die benötigt werden, um mit der Arbeit zu beginnen, und arbeiten Sie weiter, bis die Aufgabe erledigt ist. Hier sind die beiden Übungen, die Ihnen helfen werden, sich gründlich vorzubereiten. Erstens, werfen Sie einen guten Blick auf Ihren Schreibtisch oder in Ihr Büro, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit. Fragen Sie sich, welche Art von Person arbeitet in einer Umgebung wie dieser? Je sauberer und ordentlicher Ihre Arbeitsumgebung ist, desto positiver, produktiver und selbstbewusster werden Sie sich fühlen. Zweitens, fassen Sie den Entschluss, heute Ihren Schreibtisch und Ihr Büro komplett aufzuräumen, sodass Sie effektiv, effizient und bereit sind jedes Mal, wenn Sie sich zum Arbeiten hinsetzen. Zehntens, bewältigen Sie ein Ölfass nach dem anderen. Der Autor überquerte einst die Sahara-Wüste, eine 805 Kilometer lange Strecke ohne Wasser, Nahrung, Pflanzen oder Tiere. Viele Menschen waren zuvor beim Versuch, sie zu überqueren, gestorben, indem sie in der Dunkelheit verloren gingen oder vom Flugsand begraben wurden. Um Reisenden zu helfen, platzierten die Franzosen alle 5 Kilometer entlang der Strecke schwarze Ölfässer. Tagsüber konnte man immer zwei Fässer sehen, das, an dem man gerade vorbeigegangen war, und das, das 5 Kilometer entfernt war. Indem er sich auf das nächste Fass konzentrierte, überquerte der Autor erfolgreich die Wüste und bewältigte ein Ölfass nach dem anderen. Dieser Ansatz gilt auch für die Erreichung eines großen Ziels. Anstatt sich selbst zu überfordern, zerlegen Sie Ihr Ziel in kleine Schritte und konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe nach der anderen. Hier sind zwei Übungen, die Sie unbedingt ausprobieren sollten. Erstens, wählen Sie ein Ziel, eine Aufgabe oder ein Projekt in Ihrem Leben aus, bei dem Sie bisher prokrastiniert haben. Und erstellen Sie eine Liste aller Schritte, die Sie unternehmen müssen, um es abzuschließen. Zweitens, gehen Sie sofort den ersten Schritt. Manchmal reicht es aus, sich hinzusetzen und einen Punkt auf der Liste abzuarbeiten. Dann noch einen und so weiter. Sie werden erstaunt sein von dem, was Sie letztendlich erreichen werden. Elftens, verbessern Sie Ihre Hauptkompetenzen. Das haben Sie wahrscheinlich in der Schule erlebt. Wenn es einen Kurs gab, in dem Sie wirklich gut waren, haben Sie diesen Kurs immer besucht und ihn tatsächlich genossen. Aber Sie haben immer prokrastiniert und Ausreden gefunden, um nicht an Kursen teilzunehmen, in denen Sie wirklich schlecht waren. Wir tun genau dasselbe mit unseren Aufgaben. Wir prokrastinieren bei denen, in denen wir schlecht sind. Die Lösung besteht darin, in den Aufgaben, die für Ihren Erfolg entscheidend sind und bei denen Sie oft prokrastinieren, besser zu werden. Je besser Sie werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie sofort damit starten. Die Verbesserung Ihrer Fähigkeiten ist einer der Hauptfaktoren für Produktivität. Es gibt drei Schritte zum Meistern neuer Fähigkeiten. Erstens, lesen Sie mindestens 30 Minuten pro Tag. Zweitens, nutzen Sie Ihre Fahrzeit, um zu lernen, indem Sie Hörbücher oder Podcasts hören, sei es auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder an andere Orte. Drittens, belegen Sie alle Kurse und Seminare, die Sie finden können. Je mehr Sie lernen, desto selbstbewusster und motivierter werden Sie sich fühlen und desto weniger werden Sie prokrastinieren. 12. Identifizieren Sie Ihre Hauptbeschränkungen. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Sie haben bereits mehrere wichtige Ziele, an denen Sie schon eine Weile arbeiten. Falls ja, warum haben Sie sie noch nicht erreicht? Hier ist die Sache. Zwischen Ihrem heutigen Standpunkt und jedem Ziel, das Sie erreichen möchten, gibt es einen Hauptengpass, quasi einen Flaschenhals, der Sie aufhält. Ihre Aufgabe ist es, ihn klar zu identifizieren. Was hindert Sie daran?
Was bestimmt die Geschwindigkeit, mit der Sie Ihre Ziele erreichen? Was bestimmt, wie schnell Sie von Ihrem aktuellen Standpunkt dorthin gelangen, wo Sie hin möchten? Warum haben Sie Ihr Ziel noch nicht erreicht? Unabhängig von Ihrem Ziel gibt es immer einen begrenzenden Faktor, der die Geschwindigkeit bestimmt. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, diesen begrenzenden Faktor zu identifizieren. Konzentrieren Sie dann alle Ihre geistigen Energien darauf, diesen einen Hauptfaktor zu beseitigen. Dies kann die produktivste Verwendung Ihrer Zeit und Talente sein. Dieser Engpass kann eine Person sein, deren Hilfe oder Entscheidung Sie benötigen, eine Ressource, die Sie benötigen, eine Schwäche in einem Teil der Organisation oder etwas anderes. Aber der begrenzende Faktor ist immer da. Und es ist immer Ihre Aufgabe, ihn zu finden. Die 80-20-Regel gilt auch für die Beschränkungen in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit. Das bedeutet, dass 80% der Beschränkungen, der Faktoren, die Sie daran hindern, Ihre Ziele zu erreichen, intern sind. Sie befinden sich in Ihnen selbst, in Ihren persönlichen Qualitäten, Fähigkeiten, Gewohnheiten, Disziplinen oder Kompetenzen. Oder Sie sind in Ihrem eigenen Unternehmen verankert. Lediglich 20% liegen außerhalb von Ihnen in Form von Wettbewerb, Märkten, Regierungen oder anderen Organisationen. Sie sollten den Mut und die Ehrlichkeit aufbringen, tief in sich selbst nach den einschränkenden Fähigkeiten zu suchen. Stellen Sie sich immer wieder die Frage: Was bestimmt die Geschwindigkeit, mit der ich die gewünschten Ergebnisse erziele? Sobald Sie die Antwort gefunden haben, widmen Sie all Ihre Zeit der Lösung dieses begrenzenden Faktors. Die Zeit, die Sie aufwenden, um ihn zu lösen, wird die beste Verwendung Ihrer Zeit sein. 13. Setzen Sie sich selbst unter Druck. Als Kind haben Sie nur gespielt und Spaß gehabt. Ihre Eltern haben ständig darauf geachtet, dass Sie die wichtigen Dinge wie das Essen oder richtige Nahrung oder das Lernen erledigen. Jetzt sind Sie erwachsen und niemand läuft mehr hinter Ihnen her oder weist Ihnen den richtigen Weg. Viele Menschen auf der Welt verlassen diesen Kindheitsmodus nie. Sie warten darauf, dass jemand kommt und Sie dazu inspiriert, die Person zu werden, die Sie sein wollen. Aber das Problem ist, dass niemand kommen wird, um Sie zu retten. Diese Personen warten an einer Straße auf einen Bus, auf der keine Busse fahren. Nur etwa 2% der Menschen können völlig ohne Aufsicht arbeiten. Wir nennen diese Menschen Führungskräfte. Das ist die Art von Person, die Sie sein könnten, wenn Sie sich dazu entscheiden würden. Um Ihr volles Potenzial zu erreichen, müssen Sie sich angewöhnen, sich selbst unter Druck zu setzen und nicht darauf warten, dass jemand anderes kommt und es für Sie tut. Sie müssen Ihre eigenen Frösche auswählen und sich dann zwingen, sie zu essen. Erhöhen Sie Ihre Standards für sich selbst. Machen Sie ein Spiel daraus, etwas früher zu beginnen, etwas härter zu arbeiten und etwas länger zu bleiben. Der Hauptnutzen, den Sie daraus ziehen, ist ein Anstieg Ihres Selbstwertgefühls. Der Psychologe Nathaniel Branden definiert Selbstwertgefühl als das Ansehen, das Sie bei sich tragen. Alles, was Sie tun, baut Ihren Ruf auf oder zieht ihn herunter. Sie bauen Ihren Ruf bei sich selbst auf oder ziehen ihn herunter, mit allem, was Sie tun oder nicht tun. Die gute Nachricht ist, dass Sie sich immer besser fühlen, wenn Sie sich selbst dazu drängen, Ihr Bestes zu geben. Sie steigern Ihr Selbstwertgefühl immer dann, wenn Sie über den Punkt hinausgehen, an dem die durchschnittliche Person normalerweise aufhören würde. Hier sind zwei Tipps, um sich selbst mehr unter Druck zu setzen. Erstens, setzen Sie Fristen und Teilfristen für jede Aufgabe, die Sie erledigen. Erstellen Sie Ihr eigenes Zwangssystem. Sobald Sie sich eine Frist gesetzt haben, halten Sie sich daran und versuchen Sie sogar, sie zu übertreffen. Zweitens, planen Sie alle Schritte eines großen Projekts und schätzen Sie ab, wie viele Minuten und Stunden Sie für jeden Schritt benötigen. Versuchen Sie dann, Ihre eigenen Fristen zu übertreffen. Machen Sie ein Spiel daraus und versuchen Sie zu gewinnen. 14. Motivieren Sie sich zur Handlung. Stellen Sie sich vor, in Ihnen gibt es einen Schalter, der darüber entscheidet, ob Sie motiviert oder demotiviert, energiegeladen oder nicht sind. Wäre es nicht toll, so etwas zu haben? Nun, die gute Nachricht ist, dass Sie so einen Schalter bereits haben. Und nein, er ist kein Kaffee. Ihr Schalter ist die Art und Weise, wie Sie Ereignisse in Ihrem Leben interpretieren und mit sich selbst sprechen. Ihre Version der Ereignisse bestimmt weitgehend, ob diese Ereignisse Sie motivieren oder demotivieren. Um sich motiviert zu halten, müssen Sie sich dazu entschließen, ein vollkommener Optimist zu werden. Wenn Sie dazu neigen, pessimistisch zu sein, mag das Sie die Augen verdrehen lassen. Aber ich spreche nicht davon, eine Person zu werden, die die ganze Zeit ein falsches Lächeln aufhat, falsches Selbstvertrauen zeigt und sich positive Affirmationen vorsagt.
während sie tief im Inneren elend und unsicher ist. Stattdessen sollten sie Optimismus als ein praktisches Werkzeug sehen und negative Gedanken und Skepsis zu überwinden, die sie zurückhalten. Hier sind 6 Tipps. Erstens, weigern Sie sich, sich über Ihre Probleme zu beschweren. Behalten Sie sie für sich. 80% der Menschen interessieren sich sowieso nicht für ihre Probleme. Und die anderen 20% freuen sich sogar ein wenig darüber, dass sie Probleme haben. Zweitens, suchen Sie das Gute in jeder Situation. Egal was schief geht, Optimisten suchen immer nach etwas Gutem oder Nützlichem. Und wenig überraschend, sie schaffen es irgendwie immer. Drittens, suchen Sie immer nach der Lösung für jedes Problem. Anstatt die Schuld zu suchen oder sich zu beschweren, wenn etwas schief geht, agieren Optimisten handlungsorientiert. Sie stellen Fragen wie, was ist die Lösung? Was können wir jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Viertens, Optimisten denken und sprechen ständig über ihre Ziele. Sie denken darüber nach, was sie wollen und wie sie es bekommen können. Sie denken und sprechen über die Zukunft und wohin sie gehen, anstatt in die Vergangenheit und woher sie kommen. Sie schauen immer nach vorne statt zurück. Fünftens, suchen Sie die wertvolle Lektion in jedem Rückschlag oder in jeder Schwierigkeit. Optimisten glauben, dass Schwierigkeiten kommen, um uns etwas beizubringen und uns an einen besseren Ort zu bringen. Oft wünschen wir uns, dass alles im Leben reibungslos verlaufen würde und wir keine Schwierigkeiten und Probleme hätten. Aber ein solches Leben wäre wahrscheinlich ein elendes Leben. Sie sind heute an einem besseren Ort, weil Sie gestern mit Problemen konfrontiert waren. Autor Naval Ravikant sagt einmal, Gott sei Dank haben wir diese erste Beförderung nicht bekommen oder wurden in der Schule von diesem Mädchen abgelehnt. Andernfalls wären wir heute mit der Person verheiratet, die uns gefallen hat und würden immer noch in unserem ersten Job bei McDonald's arbeiten. Achten Sie immer auf Ihre Gedanken, aber lassen Sie sich nicht von den Negativen mitreißen. Nur weil Sie einen Gedanken haben, bedeutet das nicht, dass er wahr ist. Negative Gedanken sind viel stärker als positive. Sie haben das selbst erlebt, zum Beispiel, wenn etwas Positives passiert, fühlen Sie sich einige Minuten oder vielleicht stundenlang gut, fühlen sich danach jedoch wieder normal. Aber wenn etwas Negatives passiert, dauert es Tage und manchmal Wochen, bis Sie sich wieder normal fühlen. Wenn ein negativer Gedanke aufkommt, lassen Sie ihn nicht durch. Überwachen Sie Ihren Geist wie ein Bodyguard, der am Eingang eines Raumes steht und darüber entscheidet, wer eintreten darf und wer nicht. Denken Sie daran, Sie haben eine Wahl und sind kein Sklave Ihres Verstandes. Fünftens, entwickeln Sie ein Gefühl der Dringlichkeit. Warten Sie nicht. Es wird nie die genau richtige Zeit sein. Beginnen Sie mit dem Punkt, an dem Sie sich momentan befinden, und arbeiten Sie mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen. Bessere Werkzeuge werden sich im Laufe der Zeit ergeben. Auf die richtige Zeit zu warten, ist nur ein weiterer Weg, Zeit zu verschwenden. Als ich in der Schule war, sagte ich mir, ich habe jetzt für viele Fächer oder für die Zulassungsprüfung der Universität zu lernen. Aber wenn ich an der Universität anfange, werde ich endlich regelmäßig Sport treiben. Ratet mal. An der Universität hatte ich sogar noch weniger Zeit. Ich habe es immer wieder aufgeschoben, um die richtige Zeit zu finden, aber die richtige Zeit kam nie. Wenn Sie es nicht jetzt angehen, werden Sie es vermutlich nie tun. Denn es wird immer etwas Wichtiges zu erledigen geben. Hochproduktive Menschen nehmen sich Zeit, um zu denken, zu planen und Prioritäten zu setzen. Dann bewegen sie sich schnell auf ihre Ziele zu und arbeiten kontinuierlich daran. Also, wenn Sie gerade warten und aufschieben, fangen Sie an, daran zu arbeiten und schaffen Sie ein Gefühl der Dringlichkeit, indem Sie sich eine Frist setzen. Wenn Sie eine klare Frist setzen, entzündet dies ein Feuer und bringt Sie in einen produktiven Arbeitsfluss. Diese Dringlichkeit steigert Ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit. Jedes Mal, wenn Sie eine Aufgabe abschließen, gewinnen Sie an Schwung. Gemäß dem Prinzip des Schwungs kann es zwar viel Energie kosten, zu Beginn zu starten, aber danach erfordert es deutlich weniger, kontinuierlich weiterzuarbeiten. Es ist wie Fahrradfahren. Am Anfang müssen Sie kräftig in die Pedale treten. Aber sobald Sie Geschwindigkeit aufnehmen, benötigt es nur noch wenig Anstrengung und die Dinge werden einfacher. 16. Fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Leben geht in die Richtung, in die Ihre Aufmerksamkeit geht. Einige Menschen glauben, dass sie Multitasking betreiben können, indem sie zwischen belanglosen und wichtigen Aufgaben hin und her wechseln. Aber das ist eine Illusion. Menschen können sich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Wenn Sie denken, dass Sie Multitasking betreiben, tun Sie tatsächlich das, was als Aufgabenwechsel bezeichnet wird.
Sie wechseln ihre Aufmerksamkeit hin und her. Warum ist das ein Problem? Nun, nach einer Unterbrechung dauert es etwa 17 Minuten, bis sie ihre volle Aufmerksamkeit wieder auf ihre Aufgabe richten und weiterarbeiten können. Ist das nicht die größte Zeitverschwendung? Das ist genau der Grund, warum so viele Menschen heutzutage immer härter arbeiten, aber immer weniger erreichen. Die Lösung ist ziemlich einfach und kann Ihre Produktivität verdoppeln. Erstens planen Sie jeden Tag im Voraus und wählen Sie Ihre wichtigste Aufgabe aus. Zweitens beseitigen Sie Ablenkungen. Lassen Sie Ihr Handy in einem anderen Raum liegen, schalten Sie den Flugmodus ein und schließen Sie die Tür, wenn nötig. Drittens beginnen Sie morgens gleich mit der Aufgabe, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Arbeiten Sie dann 90 Minuten lang ohne Ablenkungen. Gönnen Sie sich nach dieser Zeit eine 15-minütige Pause. Beginnen Sie erneut und arbeiten Sie weitere 90 Minuten. Schließlich, nach diesem dreistündigen Arbeitszeitraum, können Sie sich belohnen. Der Autor schlägt 90 Minuten vor. Andere Autoren empfehlen eine kürzere Arbeitszeit von 25 bis 30 Minuten mit einer 5-minütigen Pause. Ich empfehle Ihnen, beide Strategien auszuprobieren und zu sehen, was für Sie am besten funktioniert. Persönlich funktioniert für mich die 25- und 5-Minuten-Methode in den meisten Fällen am besten. Für kreative Aufgaben wie das Verfassen von Skripten, beispielsweise für dieses Video, benutze ich jedoch ein Modell mit 50 Minuten Arbeit und 10 Minuten Pause. 17. Zerlegen Sie die Aufgabe. Manchmal können große Aufgaben überwältigend wirken und zu Prokrastination führen. Um dies zu überwinden, können Sie zwei Techniken verwenden: die Salamischeiben und die Schweizer Käse-Methode. Bei der Salamischeiben-Methode zerlegen Sie die Aufgabe in kleinere Schritte. Notieren Sie sich die Aufgabe detailreich. Teilen Sie sie in kleinere Teile auf und notieren Sie jeden Schritt in der richtigen Reihenfolge. Verpflichten Sie sich dann nur dazu, einen Teil der Aufgabe auf einmal zu erledigen. Dieser Ansatz macht es psychologisch gesehen einfacher, mit einem kleinen Teil der Aufgabe zu beginnen und ihn abzuschließen. Nachdem Sie einen Abschnitt begonnen und abgeschlossen haben, fühlen Sie sich oft motiviert, weiterzumachen und schließlich die gesamte Aufgabe zu beenden. Das ist so, als würden Sie einen Elefanten Stück für Stück essen. Denken Sie daran, wir Menschen haben einen angeborenen Drang nach Vollendung. Das Abschließen von Aufgaben gibt uns ein Gefühl von Glück und Stärke. Jede abgeschlossene Aufgabe löst die Freisetzung von Endorphinen aus, die uns mehr persönliche Kraft und Energie verleihen. Eine weitere Technik, die Sie verwenden können, ist die Schweizer Käse-Methode des Arbeitens. Sie wenden diese Methode an, um Ihren Anfang zu machen, indem Sie sich vornehmen, ein Loch in die Aufgabe zu stanzen, ähnlich wie ein Loch in einem Schweizer Käse. Sie arbeiten für eine bestimmte Zeit an einer Aufgabe, selbst wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind. Danach machen Sie eine Pause oder wechseln zu einer anderen Aufgabe. Ähnlich wie bei der Salamischeiben-Methode baut das Anfangen und Fortschritte machen bei einer Aufgabe Schwung auf, erzeugt ein Gefühl von Erfolg und hält Sie so lange motiviert, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Sie sollten die Salamischeiben- oder Schweizer Käse-Methode bei jeder Aufgabe ausprobieren, die Ihnen zu Beginn zu überwältigend scheint. 18. Bearbeiten Sie jede Aufgabe einzeln. Das bedeutet, dass Sie, sobald Sie beginnen, an der Aufgabe ohne Ablenkung zu arbeiten, bis sie zu 100% abgeschlossen ist. Das Starten und Stoppen bei einer Aufgabe kann die benötigte Zeit um bis zu 500% erhöhen. Das liegt daran, dass das Starten einer Aufgabe in der Regel der schwierigste Teil ist. Und wenn Sie starten und stoppen, müssen Sie sich mehrmals mit dieser anfänglichen Widerstandskraft auseinandersetzen und verlieren an Schwung. Wenn Sie sich ausschließlich auf Ihre wichtigste Aufgabe konzentrieren, können Sie die benötigte Zeit für deren Abschluss um 50% oder sogar mehr reduzieren. Den Start einer hochpriorisierten Aufgabe und die konsequente Umsetzung bis zu 100% ist der wahre Prüfstein für Ihren Charakter. Je mehr Sie sich disziplinieren, um an einer bedeutenden Aufgabe festzuhalten, desto mehr werden Sie Selbstachtung entwickeln und Ihr Selbstwertgefühl wird erheblich steigen. Je höher Ihr Selbstwertgefühl ist, desto einfacher ist es für Sie, sich noch mehr zu disziplinieren. Indem Sie sich klar auf Ihre wertvollste Aufgabe fokussieren und sich einzig und allein darauf konzentrieren, dass sie zu 100% abgeschlossen ist, formen Sie tatsächlich Ihren eigenen Charakter. Sie werden zu einer überlegenen Person. Sie fühlen sich stärker, kompetenter, selbstbewusster und glücklicher. Sie fühlen sich leistungsfähiger und produktiver. Schließlich fühlen Sie sich in der Lage, jedes Ziel zu setzen und zu erreichen. Sie werden zum Herr Ihres eigenen Schicksals. 19.
schaffen Sie große Zeitblöcke. Nichts kann mehr Kraft in Ihr Leben bringen, als die Konzentration all Ihrer Energien auf eine begrenzte Anzahl von Zielen. 2 Stunden konzentrierte Arbeit an einer Aufgabe sind besser als 8 Stunden Arbeit in einem lauten Büro, in dem Sie an mehreren Aufgaben arbeiten. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Methode besteht darin, im Voraus zu planen und einen festen Zeitraum in Ihrem Kalender zu markieren. Zum Beispiel plane ich jeden Morgen von 10 Uhr bis 10.30 Uhr darüber nachzudenken, wie ich mein Unternehmen verbessern kann. Oder ich nehme mir vor, jeden Abend 15 Minuten zu lesen, bevor ich ins Bett gehe. Diese Zeitspannen sind Verabredungen, die Sie mit sich selbst treffen. Sie würden niemals zu einem Treffen mit einer wichtigen Person zu spät kommen. Behandeln Sie diese Termine genauso. 20. Technologie ist ein schrecklicher Herrscher. Ein Journalist für das Fortune-Magazin schrieb einmal, dass nach einem 2-wöchigen Urlaub in Europa, als er ins Büro zurückkehrte, mehr als 700 E-Mails auf ihn warteten. Er erkannte, dass es eine Woche dauern würde, sie alle durchzugehen, bevor er sich wichtigen Projekten widmen konnte. Zum ersten Mal in seiner Karriere holte er tief Luft und klickte auf die Schaltfläche Alle löschen und löschte diese 700 E-Mails für immer. Danach beschäftigte er sich mit den Projekten, die für ihn und sein Unternehmen wirklich wichtig waren. Seine Erklärung war einfach. Ich habe erkannt, dass nur weil mir jemand eine E-Mail schickt, das nicht bedeutet, dass er einen Teil meines Lebens kontrolliert. Obwohl nicht viele Menschen ihren gesamten Posteingang oder alle sozialen Apps löschen würden, können sie definitiv mehr löschen und ignorieren, als sie denken. Sie könnten die Frage stellen, muss man nicht ständig mit der Technologie verbunden sein, um auf dem neuesten Stand zu bleiben? Die Antwort ist nein. Wenn es wirklich wichtig ist, wird Ihnen schon jemand Bescheid sagen. Viele Menschen trennen sich von den Nachrichten und erstaunlicherweise bleiben sie gut informiert über die wichtigsten Themen. Hier sind 2 Dinge, die Sie zu Beginn tun können. Erstens, schalten Sie morgens und nachmittags 1 Stunde lang Ihren Computer und Ihr Smartphone aus. Zweitens, planen Sie einen vollen Tag pro Woche für die Abschaltung der Technologie ein. Am Ende Ihres digitalen Entzugs wird Ihr Verstand ruhig und klar sein. Ihre mentalen Batterien werden wieder aufgeladen sein. 21. Technologie ist ein wunderbarer Diener. Es gibt 6 Möglichkeiten, die Kontrolle über Ihren digitalen Arbeitsbereich zurückzugewinnen und Ihre Produktivität zu steigern. 1. Räumen Sie Ihren digitalen Arbeitsbereich auf. Behandeln Sie ihn wie Ihren physischen Schreibtisch. Schließen Sie Programme, die für Ihre aktuelle Aufgabe nicht benötigt werden. Blockieren Sie Websites, die Sie am meisten ablenken. Behalten Sie nur die Kommunikationskanäle geöffnet, die für die Durchführung Ihrer Aufgabe notwendig sind. 2. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Mobiltelefon. Schalten Sie alle Benachrichtigungen, sowohl visuell als auch akustisch, auf Ihrem Handy aus. 3. Notfallkommunikation. Wenn Sie Verantwortung für junge Kinder, ältere Eltern oder Angehörige mit Behinderung tragen, ist es möglicherweise nicht praktikabel, sich vollständig von der Technologie abzukoppeln. In solchen Situationen können Sie eine eigene Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder einen Kommunikationsweg erstellen, der ausschließlich dem Betreuer Ihres Angehörigen bekannt ist. Diese Kontaktmöglichkeit sollten Sie ausschließlich für dringende Notfälle offen halten. 4. Segmentieren Sie Ihre Kommunikationskanäle. Um die Konzentration aufrechtzuerhalten, teilen Sie Ihre Kommunikationskanäle auf. Für die Arbeit geben Sie Ihrem Chef oder wichtigen Kunden eine spezielle Kontaktmethode, auf die andere keinen Zugriff haben. 5. Verwalten Sie Ihren Kalender. Akzeptieren Sie digitale Einladungen nicht automatisch. Überlegen Sie stattdessen, ob die Einladung mit Ihren Prioritäten übereinstimmt, bevor Sie sie akzeptieren. Planen Sie dedizierte Zeiträume für die Aufgabenerledigung in Ihrem Kalender und behandeln Sie sie wie wichtige Termine. Durch einen vollen Kalender werden andere motiviert sein, kürzere Besprechungen mit Ihnen zu planen. 6. Nutzen Sie digitale Aufgabenlisten. Verwenden Sie eine digitale Aufgabenverteilungssoftware oder Aufgabenliste, um die Kontrolle über Ihre Zeit zu übernehmen. Fazit: Alles zusammenfügen. 1. Decken Sie den Tisch. Entscheiden Sie genau, was Sie wollen. Klarheit ist entscheidend. Schreiben Sie Ihre Ziele auf, bevor Sie beginnen. 2. Planen Sie jeden Tag im Voraus. Denken Sie auf Papier. Jede Minute, die Sie in die Planung investieren, kann Ihnen 5 oder 10 Minuten bei der Ausführung sparen. 3. Bedenken Sie die Konsequenzen.
Ihre wichtigsten Aufgaben und Prioritäten sind diejenigen, die die schwerwiegendsten Konsequenzen positiv oder negativ für Ihr Leben oder Ihre Arbeit haben können. Konzentrieren Sie sich in erster Linie auf diese. Viertens, üben Sie kreatives Prokrastinieren. Da Sie nicht alles tun können, müssen Sie lernen, absichtlich Aufgaben aufzuschieben, die von geringem Wert sind, damit Sie genügend Zeit für die wenigen Dinge haben, die wirklich zählen. Fünftens, verwenden Sie kontinuierlich die ABCDE-Methode. Bevor Sie mit der Arbeit an einer Aufgabenliste beginnen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie nach Wert und Priorität zu organisieren, damit Sie sicherstellen können, dass Sie an Ihren wichtigsten Aktivitäten arbeiten. Sechstens, konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Ergebnisbereiche. Identifizieren Sie die Ergebnisse, die Sie unbedingt erreichen müssen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen, und arbeiten Sie den ganzen Tag daran. Siebtens, wenden Sie die 80-20-Regel auf alles an. 20% Ihrer Aktivitäten werden für 80% Ihrer Ergebnisse verantwortlich sein. Konzentrieren Sie immer Ihre Bemühungen auf diese Top 20%. Achtens, wenden Sie das Gesetz der 3 an. Identifizieren Sie die 3 Dinge, die Sie in Ihrer Arbeit tun, die für 90% Ihres Beitrags verantwortlich sind. Und konzentrieren Sie sich darauf, sie zuerst zu erledigen. Dann haben Sie mehr Zeit für Ihre Familie und Ihr persönliches Leben. Neuntens, führen Sie eine sorgfältige Vorbereitung durch, bevor Sie anfangen. Haben Sie alles, was Sie benötigen, bereit, bevor Sie beginnen. Sammeln Sie alle Papiere, Informationen, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien und Zahlen, die Sie möglicherweise benötigen, damit Sie beginnen und kontinuierlich arbeiten können. Zehntens, gehen Sie Schritt für Schritt vor. Sie können die größten und kompliziertesten Aufgaben bewältigen, wenn Sie sie einfach Schritt für Schritt erledigen. Elftens, verbessern Sie Ihre Hauptkompetenzen. Je sachkundiger und geschickter Sie in Ihren Hauptaufgaben werden, desto schneller beginnen Sie mit ihnen und desto früher erledigen Sie sie. Bestimmen Sie genau, was Sie sehr gut können und sehr gut können könnten, und widmen Sie sich diesen speziellen Aufgaben mit vollem Einsatz. 12. Identifizieren Sie Ihre Hauptbeschränkungen. Bestimmen Sie die Engpässe, intern oder extern, die die Geschwindigkeit bestimmen, mit der Sie Ihre wichtigsten Ziele erreichen. Und konzentrieren Sie sich darauf, sie zu beseitigen. 13. Setzen Sie sich selbst unter Druck. Stellen Sie sich vor, Sie müssen die Stadt für einen Monat verlassen, und arbeiten Sie so, als müssten Sie Ihre Hauptaufgabe erledigen, bevor Sie gehen. 14. Motivieren Sie sich zur Handlung. Seien Sie Ihr eigener Anführer. Suchen Sie das Gute in jeder Situation. Konzentrieren Sie sich auf die Lösung anstatt auf das Problem. Seien Sie immer optimistisch und konstruktiv. 15. Entwickeln Sie ein Gefühl der Dringlichkeit. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, sich schnell auf Ihre Hauptaufgaben zu bewegen. Werden Sie als jemand bekannt, der Dinge schnell und gut erledigt. 16. Fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit. Stoppen Sie die Unterbrechungen und Ablenkungen, die die Erledigung Ihrer wichtigsten Aufgaben beeinträchtigen. 17. Zerlegen Sie die Aufgabe. Teilen Sie große, komplexe Aufgaben in handliche Teile auf und erledigen Sie dann nur einen kleinen Teil der Aufgabe, um anzufangen. 18. Bearbeiten Sie jede Aufgabe einzeln. Setzen Sie klare Prioritäten. Beginnen Sie sofort mit Ihrer wichtigsten Aufgabe und arbeiten Sie dann ohne Unterbrechung, bis die Arbeit zu 100% abgeschlossen ist. Dies ist der wahre Schlüssel zu hoher Leistung und maximaler persönlicher Produktivität. 19. Schaffen Sie große Zeitblöcke. Organisieren Sie Ihre Tage um große Zeitspannen, damit Sie sich über längere Zeiträume auf Ihre wichtigsten Aufgaben konzentrieren können. 20. Technologie ist ein schrecklicher Herrscher. Holen Sie sich Ihre Zeit von Ihrem versklavenden technologischen Suchtverhalten zurück. Lernen Sie, Geräte oft auszuschalten und ausgeschaltet zu lassen. 21. Technologie ist ein wunderbarer Diener. Nutzen Sie Ihre technologischen Werkzeuge, um sich mit dem Wichtigsten auseinanderzusetzen und sich vor dem Unwichtigsten zu schützen.